So, Leute, willkommen zurück zu Chrono Trigger, ja. Nach gut einer Woche war es, glaube ich, geht es mit diesem Spiel jetzt auch weiter. Jenseits der Ruinen, ja, ich glaube, das war das. Und ja. Habt ihr Geld? Ja. Okay. Eisenanzug. Eisenhelm. Tonic. Ja, ich muss mir jetzt ein bisschen vorbereiten. Ich habe das lange nicht mehr gespielt. Und deswegen beleben habe ich 10. Es reicht. Kaufe ich mir noch zweimal diesen Eisenanzug und einmal den Eisenhelm. Bla bla bla. So, das. Magnetklingehammer ausgerüstet. Eisenanzug. So, das reicht. Eisenhelm. Die hat schon Eisenanzug. Und die kriegt auch einen Eisenhelm, sodass die jetzt alle ungefähr gleich aufgeteilt sind. Bla bla. Nicht voll. So. Magnetklinge habe ich gerade an. Die Bronzeklinge können wir wegschmeißen. Warte mal. Ah, jetzt verstehe ich. Das E heißt bestimmt, also dass es angezogen ist. Also kann ich das wegschmeißen? Kann ich das wegschmeißen? Kann ich das wegschmeißen? Das. Und das war's. Blablabla. So, und jetzt muss ich aber noch mal gucken, weil ich komme gerade mit dieser Steuerung wirklich nicht klar. Okay, dann ist das gut. So. Und jetzt, hallo, gehen wir hier, nee, hier waren wir noch nicht wahr? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich hätte mich auch ein bisschen informieren können, aber nein. Okay, also, nee, ich glaube, da unten wollen wir noch gar nicht. Deswegen, wenn wir jetzt nach unten können, da unten, bla, von hier aus, geht hier nach unten. Na sicher. Aber niemand ist jemals wieder hochgekommen. Versuchen wir es eben. Wie schön, solch beherzte junge Menschen wie euch zu sehen. Seid vorsichtig und kommt lebend zurück. Ab nach unten. Okay, ich hab jetzt schon. Dieses Pult steuert den Durchgang. Wir brauchen ein Passwort dazu. Oh. Bla. Ach, das ist ja sehr toll. Ah, wir sind jetzt da oben. Cool, sehr interessant. Also hier lang, dann bestimmt hier lang. Dann hier lang und hier. Nee. Wer bist du? Scheint eine Statue zu sein. Ein Zettel hängt daran. Warnung, wer sich in der Nähe des Lagerraums auffällt, wird angegriffen. Ach du Heiliger. Na, auf die Angriffe warte ich ja jetzt schon wieder sehnsüchtig drauf. So, hier geht's nicht weiter. Von hier aus kommen wir. Oh, das ist ja so ätzend. Was ist denn jetzt los? Was? Programm wird ausgeführt. Chrono, was ist hier los? Marley! Achtung! Was? Ja, warum machen die das andauernd? Ja, wie viel Schaden wollen die mir denn noch machen? Vielleicht sollte ich erst diese Bits kaputt machen, oder? Scheiße. Weil ich müsste jetzt eigentlich das ganze Zeug nochmal kaufen, aber das mache ich jetzt nicht. Mache ich nachher. Falls ich sie jetzt
falls ich ihn jetzt nicht besiegen kann. Bla, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang und hier lang. Ach, leck mich doch. Okay, ich glaube, wir greifen als erstes diese Bits an. Bits. Nein, warum machen sie immer diesen Angriff? Der regt mich auf. Ja, gleich sind sie wieder alle tot. Ah, den Bit. So, den Bit kaputt machen. Die machen den aber auch nicht kaputt, oder? Zu dritt der Angriff. Oh, schon wieder tot, super. Genial. Vielleicht soll ich noch ein bisschen leveln? Ich bin mir nicht sicher. So, kaufen wir erstmal nochmal zwei Eisenhelme und so. Ah, nicht so viel. Obwohl, kann ich eigentlich kaufen. Habe ich ja genug Geld. So. So, dann, ja, bla. So, bla. Habe ich zwei Magnetklingen? So, Bronzeanzug weg. So, Luca, Eisenhelm, so und... Ach, Quatsch. Und so. Und damit ich jetzt das nicht nochmal machen muss, speichere ich jetzt hier. Und gehe jetzt nochmal raus und guck mich jetzt hier nochmal um. Also, oder trainiere noch ein bisschen. Weil Kanalisation wollen wir zum Beispiel auch noch nicht. Banditen, muss Herrn Kriechrich berichten. Leerheit. Die sind nicht schwer. Finde ich. Vielleicht bin ich hier auch erstmal richtig. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich muss mal den Ton ein bisschen leiser machen, weil der scheint mir wirklich ein bisschen laut zu sein. Bla bla. Und ich weiß jetzt, glaube ich, dass ich mich im Kampf nicht bewegen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kann mich da nicht bewegen. Bla, Merlin 13. Hier war eine Brücke. Ich sehe sie. Quark. Jod, Quark, ist nichts. Aber es stimmt, Quark. Hey, jemand kommt, hauen wir ab, aber... Hauen wir ab, Quark. Ach, komm. Hier kommen wir nicht lang, das heißt... Das hier ist... Das ist aber ziemlich gruselig. Ein unheimlicher Ort. Aber ich... Nee, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oh, habt euch nicht so, Mann. Ein Tagebuch. Hier ist die letzte Seite. Es ist vorbei. Die Fischmenschen greifen beim leisesten Geräusch an. Lieber lasse ich mir die Zähne abfallen, als sie zu bekämpfen. So, vielleicht ist hier auch irgendwo dieses Passwort zu diesen Pultdingern. Katze! Oh, Katze weg. Technik? Komm, wir machen mal eine Technik. Ein Zyklon auf diese. Yay, Party! Erstmal. Ja, ich muss ein bisschen vorspulen, weil es sonst ja ewig und 3 Tage dauert. Bup. Oh, lasst mich doch in Ruhe. Bup. Bup. So. Jekt Tonic. Bup. 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 So. Hier weiter. Oh. Ach du Scheiße. Aber hier kann ich vielleicht auch nochmal eine Wirbelattacke machen. Und zwar auf diese 3. Genau. Und eine Technik. Vielleicht mit Luca. Was ist ein Reizen? Verwirrt Gegner. Mach ich mal.
Und Kombination Feuerwirbel auf die 3. Yay, Party. Bumm. Und tot. So. Molly erreicht die nächste Stufe. Ach komm. Ach, was zur Hölle. Eine Ratte. Komm, wir besiegen halt erst die Ratte. Die ist einfach. Und ja, ich denke mal, ich weiß es nicht so wirklich. Ich glaube, es geht in beiden Spielen, also in allen drei Spielen, Kirby's Dream Land, Super Mario RPG und dem guten Chrono Trigger eigentlich gut voran. Und ja, finde ich schön. Und ich würde mal sagen, oh, hier ist ein Speicherpunkt. Das, nein! Okay. Das war's für heute. Ich sag tschüss, bis morgen vielleicht. Ich weiß noch nicht. Bis dann, ciao.